Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Mit dem Sieg ist das dein zweiter Gewinn in Folge. Tolle Leistung. An der Leistung auf der Strecke gab es heute nichts auszusetzen. Ein sehr verdienter Sieg. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser gemacht als die anderen? Regen kann das Renngeschehen auf den Kopf stellen und die Reihenfolge durcheinander werfen. Das haben Sie heute ausgenutzt und sich so den Sieg geholt. Bei solchen Bedingungen braucht man immer etwas Glück. Aber Sie sind mit der Strecke gut zurechtgekommen und haben dadurch gewonnen. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. Der Kapitän übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach am meisten Talent dafür, seine Reifen optimal auszunutzen und das hat er heute gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1-Action zurück sein werden.